Hi Leute, hier ist wieder Patrick von Pointer. Es war mal wieder soweit, die Uhren wurden auf die Sommerzeit umgestellt. Jedes Jahr, und zwar einmal Ende März und einmal Ende Oktober, werden die Uhren um eine Stunde verstellt und jedes Mal, wenn die Zeitumstellung ansteht, hagelt es Kritik. Denn viele kommen mit der Zeitumstellung nicht klar. Viele wissen nicht, wann die Zeitumstellung ansteht, viele wissen nicht, in welche Richtung sie die Uhren umstellen müssen. Und viele verstehen auch einfach nicht, warum die Zeitumstellung überhaupt noch existiert. Aus diesem Grund möchte ich euch heute darüber informieren, wie die Zeitumstellung zustande gekommen ist, warum sie überhaupt noch existiert und wie ihr euch besonders gut merken könnt, in welche Richtung ihr beim nächsten Mal die Uhren umstellen müsst. Und bevor das Video losgeht, dürft ihr mir jetzt in den Kommentaren euren besten Trick verraten, wie ihr euch bisher gemerkt habt, wann man die Uhr um eine Stunde nach vorne stellt und wann man die Uhr um eine Stunde zurückstellt. Das erste Mal, dass irgendwo die Zeitumstellung in Kraft getreten ist, war tatsächlich in Deutschland und in Österreich-Ungarn, und zwar 1916 während des Ersten Weltkriegs. Und der Grund war, dass man Energie sparen wollte. Denn in den Abendstunden musste man auf künstliches Licht zurückgreifen und um den Verbrauch zu reduzieren, hat man einfach die Sommerzeit eingeführt, um möglichst lange das Tageslicht nutzen zu können. 1919, also direkt nach dem Krieg, wurde die Zeitumstellung dann auch wieder aufgehoben, da man sie dann wahrscheinlich nicht mehr für nötig gehalten hat. Aber in der Zeit haben dann verschiedene europäische Länder, aber auch die USA, schon ein bisschen mit der Zeitumstellung herum experimentiert, aber es gab noch kein einheitliches System dafür. Mit dem gleichen Argument ist die Zeitumstellung 1940, also während des Zweiten Weltkriegs, erneut in Kraft getreten. Und 1947 gab es sogar die Idee, dass man eine doppelte Sommerzeit einführt. Das heißt, dass man die Uhr nicht um eine Stunde vorstellt, sondern sogar um zwei Stunden. Das hat sich aber nicht durchgesetzt und 1949 wurde die Zeitumstellung dann erneut abgeschafft. Das dritte und letzte Mal, dass die Zeitumstellung in Deutschland eingeführt wurde, war 1980, denn da haben die BRD und die DDR relativ zeitgleich sich dazu entschieden, nochmal die Sommerzeit auszuprobieren. Und das war auch ziemlich entscheidend, denn dadurch haben sich auch viele andere europäische Staaten motiviert gefühlt, die Sommerzeit mal auszuprobieren, obwohl sie vorher etwas gezögert haben. Und so ist auch erst diese geregelte europäische Sommerzeit entstanden. Wie gesagt, früher war das große Argument für die Zeitumstellung, dass man Energie sparen möchte. Heute zieht dieses Argument aber nicht mehr so richtig, denn es lässt sich einfach nicht mehr richtig messen, ob die Zeitumstellung wirklich zum Energiesparen beiträgt oder nicht. Heute ist eher das große Hauptargument, dass man die Tageslichtstunden effizienter nutzen möchte und sich eben so an die Zeit des Sonnenaufgangs und die Zeit des Sonnenuntergangs ein bisschen anpasst. Viele interessieren sich für diese Argumente aber gar nicht, sondern finden die Zeitumstellung eher schwachsinnig und beschweren sich darüber, dass die Zeitumstellung ihren Schlafrhythmus so ein bisschen kaputt macht. Und das kann tatsächlich ein Problem sein, wer sich an mein letztes Video erinnert. Da habe ich erwähnt, dass wenn man Frühaufsteher werden möchte, einen festen Schlafrhythmus sich angewöhnen muss, jeden Tag zur gleichen Zeit schlafen gehen muss und jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen muss. Und wenn dann die Zeitumstellung dazwischen kommt, kann das echt ein Problem werden. Die Zeitumstellung kann auch ziemlich verwirrend sein, wenn man beispielsweise in der Nacht, in der die Uhren umgestellt werden, unterwegs ist, beispielsweise auf dem Heimweg ist und man dann auf den Anzeigetafeln von Bus und Bahn nicht erkennen kann, wie die Zeitumstellung dann den Fahrplan beeinflusst. Mich persönlich stört die Zeitumstellung jedoch gar nicht. Klar ist es immer ein doofes Gefühl, wenn man einmal im Jahr eine Stunde weniger Schlaf zur Verfügung hat, aber diese Stunde Schlaf bekommt man ja dann im Oktober wieder zurück. Und ich finde es auch immer richtig gut, wenn in den Sommermonaten es bis 22 Uhr oder noch länger draußen hell ist und man einfach so viel Zeit draußen verbringen kann. Früher war es natürlich noch besonders stressig, wenn man alle Uhren, die man im Haus rumliegen hat, noch manuell umstellen muss und dann eben an die entsprechende Zeit anpassen muss. Aber inzwischen ist es ja so, dass sich die meisten Uhren automatisch umstellen. Von daher im Optimalfall bemerkt man gar nicht, dass plötzlich Sommerzeit oder plötzlich Winterzeit ist. Und seien wir mal ehrlich, viel können wir an der Zeitumstellung aktuell eh nicht ändern. Denn Deutschland als EU-Staat kann sich nicht einfach dafür entscheiden, die Sommerzeit abzuschaffen. Das muss schon im Einklang mit Europa passieren. Und bevor das nicht in die Wege geleitet ist, muss man sich eben damit arrangieren. Aber deswegen gebe ich jetzt noch ein paar Tipps, wie ihr euch am besten merken könnt, ob ihr die Uhrzeit nach vorne stellen müsst oder zurückstellen müsst. Die erste Eselsbrücke ist die folgende. Stellt euch einfach ein Thermometer vor, was hier liegt. Und dann denkt ihr daran,
In den Sommermonaten gehen die Temperaturen in die Plusgrade, also nach vorne, und in den Wintermonaten gehen die Temperaturen in die Minusgrade, also zurück. Die zweite Eselsbrücke ist ein Merksatz, und zwar der folgende. Im Frühjahr holt ihr die Gartenmöbel vor die Tür und im Herbst bringt ihr die Gartenmöbel zurück in den Schuppen. Bei der dritten Eselsbrücke stellt ihr euch einfach vor, dass die Sommerzeit sowas ist wie Weihnachtsdeko, die ihr zu bestimmten Anlässen hervorholt und irgendwann auch wieder wegräumt. Und genauso merkt ihr euch das auch einfach. Im März holt ihr die Sommerzeit hervor und im Oktober räumt ihr die Sommerzeit wieder zurück. Die vierte Eselsbrücke ist für die, die sich am liebsten Zahlen merken. Und dann braucht ihr euch einfach nur die 2-3-2-Regel merken. 2-3-2, da man im Frühjahr von 2 Uhr auf 3 Uhr stellt und im Herbst dann von 3 Uhr wieder auf 2 Uhr. Und die fünfte Eselsbrücke ist zwar auf Englisch, aber dafür super prägnant und richtig leicht zu merken. Spring forward, fall back. Denkt also beim nächsten Mal einfach an eine dieser Eselsbrücken und ihr werdet zukünftig keine Probleme mehr haben, euch die Richtung der Zeitumstellung zu merken. Das war ein kleines Infovideo zur Zeitumstellung und wenn die Informationen interessant für euch waren, könnt ihr das mal gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Ansonsten seht ihr noch zwei Videos, die es sich anzusehen lohnt und dann würde ich sagen, ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!